Im Libanon stehen die Zeichen auf Veränderung. Erstmals nach 9 Jahren wird ein neues Parlament gewählt. 3-mal hatten die 128 Abgeordneten ihr Mandat verlängert. Neuwahlen schienen wegen des Krieges im benachbarten Syrien zu riskant. Außerdem musste ein neues Wahlsystem ausgearbeitet werden. Es sieht vor, dass die Abgeordneten nicht mehr nach Mehrheit, sondern nach Verhältniswahlrecht gewählt werden. Das neue Wahlsystem könnte dazu führen, dass die bisherige Zweiteilung zwischen dem pro-iranischen Hisbollah-Lager und dem pro-saudischen Lager von Ministerpräsident Saad Hariri aufgebrochen wird. Die Meinung der 3,6 Millionen Wahlberechtigten zum neuen Wahlgesetz ist geteilt. Uns gefällt das Gesetz gar nicht. Wir können nicht den Kandidaten wählen, den wir mögen. Stattdessen müssen wir nun eine Liste auswählen, ob wir wollen oder nicht. Meine Hoffnung ist, dass es dem Libanon besser gehen wird, so wie den anderen Ländern. Aufgrund der fortgesetzten politischen Krise im Libanon und den Folgen des Syrienkrieges ist die Wirtschaft stark eingebrochen. Ständige Strom- und Wasserausfälle machen der Bevölkerung das Leben schwer. Ein Neuanfang in dem politisch instabilen Land scheint dringend nötig.